Beatrice gehört zu den Bösen. Hallo und danke fürs Einschalten zu meinem Review von ReZero Kara Hajimeru Isekai Saiketsu Episode 32 oder auch Season 2 Episode 7, Yujin. Bevor ich anfange, wie immer, ich mache Patreon, Link ist unten in der Videobeschreibung. Arigato für jede Unterstützung. Und Mann, diese Episode, dieser Anfang mit Beatrice, Beako, das war sowas von der Plot-Twist für mich. Damit hätte ich in 1 Million Jahren nicht gerechnet. Klar, die Reaktion von Subaru, vollkommen in Ordnung. Aber danach, alles andere? Nein, weil wir erfahren, dass Beako die Hexenkirche unterstützt und sogar ein Gospel, ein Evangelium bei sich liegen hat und das wirklich, wirklich wertschätzt. Und sie sagt sogar, sie macht alles für Mutter. Soll das bedeuten, dass Satella die Mutter von Beatrice ist? Weil, wenn ich das richtig verstehe, dann ist das definitiv der Fall. Und das wäre so der absolute Mindfuck des Jahrhunderts. Ich meine, es könnte schon irgendwie Sinn machen, immerhin kennt sie auch relativ gut sogar Betelgeuse. Somit, dass da eine Verbindung da ist, ist, denke ich mal, nicht so weit hergeholt. Was mich aber wirklich, wirklich geflasht hat, und du kannst mir gerne deine Gedanken unten in die Kommentare schreiben und wie immer noch gerne eine Bewertung da lassen, ist, Beatrice meinte dann so, dass alles, wirklich alles, was sie getan hat, ihn beschützt, ihn geheilt, ihn in dieser Situation gerade davon abgehalten, sich selbst umzubringen mit der Scherbe, all das hat sie nur getan, weil es im Evangelium steht. Das wäre der einzige Grund. Und auch der Grund, warum sie niemand anderen gerettet hat. Weder Frederica, noch Ram, noch Petra, Rem. Sie hat nur ihn gerettet, weil es im Evangelium steht. Und bis zu einem gewissen Grad glaube ich ihr das auch. Nur denke ich fast schon, dass das nicht die komplette Geschichte ist. Dass es nur das ist. Und das Einzige, was mich hier halt noch stutzig macht, ist, sie meint halt, sie macht all das, weil es im Evangelium steht. Nur steht Subaru da wirklich drinnen? Weil als der Kampf war mit Betelgeuse, hat er ihn nicht gefunden. Gut, unter Umständen war das ein komplett anderes Event. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen komisch und etwas, worüber man sich Gedanken machen könnte. Weil es ja doch gerade so ein extremer Plot-Twist ist, ohne irgendwelche sonstigen Informationen. Und man kann definitiv ausschließen, dass Elsa irgendwas mit der Hexenkirche zu tun hat. Weil wenn sie das hätte, hätte sie Beatrice nicht umgebracht, von dem ich mal ausgehe. Weil sie hat Subaru dann gefunden, im Raum von Beatrice, und hat ihn umgebracht. Und ich nehme mal an, danach auch Beatrice. Wäre mal so meine logische Schlussfolgerung von dem Ganzen. Aber diese Episode hört damit nicht auf. Es kommen noch viel mehr Plot-Twists hinein. Und auch ein paar Stellen, wo ich mir ein wenig unschlüssig bin, wo ich nicht ganz verstehe, was das soll. Vielleicht kannst du mich da ein wenig erleuchten. Zum Beispiel, da wo Garfield Otto den Stern, den Kristall da zeigt, wie auch immer, und er diesen Blick drauf hat. Und danach Subaru rettet, zu dem ich gleich zum Sprechen komme. Was mich ein wenig stutzig macht bezüglich Otto, ob er wirklich die besten Intentionen, die besten Absichten hat und warum er so auf diesen Stein, auf diesen Kristall da abfährt. Das check ich nicht ganz und macht mich auch ein bisschen stutzig, wie schon gesagt. Es geht dann eben weiter, dass Subaru respawnt, von Otto die Anmerkung bekommt, dass er sich eindeutig viel zu ruhig und bedacht verhaltet in dieser Situation, als was er eigentlich sein sollte. Was meiner Meinung nach, finde ich, zeigt, dass Subaru sich an Return by Death langsam gewöhnt. Was jetzt nicht unbedingt eine gute Sache sein muss, weil das könnte ihm unter Umständen früher oder später wirklich zum Verhängnis werden. Vor allem, wie man am Ende erfährt, sind mittlerweile 5 Tage vergangen mit der ganzen Gefangenschaft von Subaru. Und ich frage mich halt, ob da wirklich nichts passieren wird in der Mansion. Ob Elsa wirklich erst dann angreifen wird, wenn wer zurückkommt. Wurde das sicher etabliert? Und der andere Punkt ist auch, hat Subaru wirklich jetzt keinen weiteren Checkpoint gesetzt bekommen durch die Aktion von Garfield? Weil, was jetzt nämlich dann passiert ist, Garfield bittet eben Subaru mal mitzukommen, um mit ihm zu reden. Was Subaru etwas komisch findet, weil er wollte eigentlich mit Roswald reden. Was ich auch eine gute Idee finde und den ich noch immer für das Mastermind hinter der ganzen Elsa-Aktion halte. Auf jeden Fall geht Subaru eben mit, findet dort die Lolly Hag Leves
die mal ganz ungestört einfach so mitten in der Nacht in irgendeinem Wald mit Subaru reden wollen. Gut, da muss man sich unbedingt gleich sich denken, oh mein Gott, die wollen gleich umbringen oder sonst was, weil Subaru kennt sie ja schon, die beiden. Hat noch ein paar Fragen an sie, fragt sie, hey, warum konnte eigentlich Federica entkommen? Und dann kam heraus, dass sie halt nicht komplett halb-halb ist, sondern dass sie nur ein Viertel nicht Mensch ist, denn mit einem Viertel ist man nicht eingesperrt, nur wenn man im Halbblut ist. Und dann mit Subaru so, ja, er würde gerne die Prüfung für Emilia nehmen. Und dann plötzlich kam der Satz von der Lolly, dass er sich jetzt zurückverhalten soll, was jetzt passiert. Und dann kam der nächste Flash. Garfield nimmt ihn, haltet ihn hoch und lässt ihn das Bewusstsein verlieren. Und das war wirklich so ein WTF-Moment für mich. Weil, gut, Garfield ist jemand, den man ja nicht so ganz leicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Aber damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Vor allem dachte ich mir eher, dass er ihn umbringen wird. Und dass er gleich respawnt. Aber das passiert nicht. Er hält ihn gefangen, irgendwo in Sanctuary, wo ihn niemand finden wird. Und er lässt auch nicht zu, dass Subaru sich selber umbringt. Was er eigentlich sofort vorhat und für mich eben auch so ein Anzeichen ist, dass Subaru diese Fähigkeit viel zu normal ansieht, wie ich vorher schon erwähnt habe. Aber der Grund für das Ganze, warum Garfield das macht, ist, weil Subaru nach der Hexe riecht, nach Satella. Deshalb macht er das, deshalb traut er ihm nicht mehr in dieser Timeline. Was auf der einen Seite für mich Sinn macht, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch so, diesen Geruch, diesen Gestank, den wir ja schon davor gehabt haben, war es wirklich nur jetzt, weil es wieder übertrieben war, eins mehr war, weil er wieder respawned ist, war es nur deshalb? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Und was ich halt ein bisschen komisch finde, warum ist er so misstrauisch gegenüber Subaru? Hat ihm keiner gesagt, dass der Grund, warum Roswal, Ram und die Dorfbewohner gekommen sind, ist, weil sie durch Subaru von der Hexenkirche gerettet wurden? Wurde ihm das nicht gesagt? Oder war ihm das egal? Weil warum sollte Subaru gegen die Hexenkirche und Battle Gears und so weiter ankämpfen, wenn er einer von ihnen ist? Das macht relativ wenig Sinn. Somit ist da, glaube ich, noch ein bisschen Aufklärungsbedarf notwendig. Aber Subaru scheint da wirklich eine Zeit lang festzusitzen in dem Gefängnis. Und es gibt auch einige dunkle Szenen, die einfach nur ein schwarzes Bild sind, wo ich mir nur denke, okay, was will ich da wohl jetzt einblenden? Naja, mal schauen. Auf jeden Fall, was mich halt noch stutzig gemacht hat, ist, kurz bevor dann Otto kommt, und eben davor kommt eben noch Garfield und sagt mir so, hey, er lässt ihn nicht umbringen und das Ganze halt und etc. etc. Aber bevor Garfield kommt, kommt noch jemand und füttert ihn etwas mit einem Löffel. Und dann hat Subaru diese komischen Flashbacks von früher, also die zu den anderen Timelines und zu Beatrice gerade und den ganzen, wo ich mir halt denke, wer war das? Sah irgendwie aus wie die Lolly. Ich glaube fast, das war sie. Aber warum hat sie das gemacht? Und dann kam eben Otto und befreit ihn. Und Subaru kommt dann drauf so, wo Otto meint, ja, er hat ihn befreit und er ist da, um ihn zu retten, weil sie Freunde sind. Und Subaru bekommt so den ultimativen Lachflash, weil er es einfach selber nicht überrissen hat. All die Zeit hat er Otto nie als Freund gesehen, sondern einfach nur als jemanden, der ihn halt herumkutschiert und ihm einige Sachen einfacher macht. Was man, denke ich mal, Subaru jetzt nicht so übel nehmen kann, schwer nehmen kann, weil immerhin hat Otto ihn an einem Punkt in einer Timeline ja einfach von der Kutsche gestoßen und seinem Schicksal, seinem Tod überlassen. Dass man da jetzt nicht unbedingt jede Person gleich als Freund sieht, kann ich durchaus nachvollziehen. Aber es macht mich halt stutzig, das Verhalten. Ich fand's so echt genial, vor allem auch wie der Voice Actor, der Seiyu, von Subaru reagiert hat und das Ganze gespielt hat, war extrem gut gemacht. Aber Otto, ich weiß noch nicht ganz, ob ich ihm wirklich hundertprozentig vertrauen kann und ob er wirklich Best Boy ist, weil die Aktion davor, die ich schon erwähnt habe, mit Garfield und ihm, macht mich wirklich, wirklich stutzig, ob er Subaru da nicht doch irgendwie in den Rücken fallen wird. Das Einzige, was halt dagegen sprechen würde, ist halt die Reaktion, als Garfield in das Versteck kommt und Subaru nicht mehr findet. Das ist das Einzige, wo man sagen könnte, okay, Otto agiert ganz alleine. Und hat Subaru ganz alleine gefunden, durch seine Fähigkeit, die er hat, dass er eben mit allen Wesen kommunizieren kann. Ich nehme an, dass das der Grund war, wie er ihn gefunden hat. Und aus dem Grund hat er alles auch nur passiv mitbekommen. Die ganze Suche, die entstanden ist, dass jeder versucht hat, Subaru zu finden, dass Emilia einen Tag geskippt hat und die Prüfung nicht versucht hat, etc. Dass eben schon 5 Tage vergangen sind seitdem. Gut, dass wir das so auch mitbekommen haben. Zeitgefühl, Tag, Nacht, etc. Aber eben solche Sachen. Und was dann noch kam,
post den Credits, post dem Ending, was wir übrigens endlich mal wieder bekommen, wobei ich das Opening viel epischer finde, aber davon abgesehen gibt es da halt noch eine kurze Szene. Eben die mit Garfield, dass er Subaru nicht mehr auffindet, aber auch, dass sie sich im Weg machen, so wie es aussieht, in die Menschen. Zusammen mit Ram, interessanterweise. Das heißt, es ist dann Otto, Ram und Subaru, die sich auf den Weg machen. Einer mehr, gegen Elsa. Aber ob da wirklich Otto was ausrichten wird können, in der Menschen halte ich für eher sehr, sehr unwahrscheinlich. Und ich hoffe auch, um ehrlich zu sein, dass Subaru bald wieder respawnt und keinen Setpoint hat, weil all das, was jetzt passiert ist, in den 5 Tagen, dass er gefangen genommen wurde, das ist einfach zu viel. Das sollte so nicht enden, meiner Meinung nach. Ich hoffe, da kommt bald etwas und Subaru findet einen Weg und kann vor allem auch die Message von Ram an Beatrice weiterleiten. Und vielleicht erfahren wir dann auch mehr über Beatrices Intentionen, was sie wirklich vorhat. Ob sie wirklich nur all das macht, weil sie im Evangelium steht. Oder ob sie doch noch andere Absichten hat. Und Subaru, es gibt dann eben weitere Subaru Respawn und es gibt, ich meine, es könnte, aber diese Episode hört er mich nicht. Vielleicht kannst du mich da... Okay Leute, das war's mit dem Review. Danke fürs Ansehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne noch einen Daumen nach oben und einen Abo da. Außerdem habe ich Patreon, Link ist unten in der Videobeschreibung, wo ihr mich und meine Arbeit ebenfalls unterstützen könnt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.